So, ihr Lü, da bin ich wieder. Wie versprochen. Und an den Bewegungen werdet ihr es eventuell schon erkennen. Ich habe meinen Xbox-Controller mal angeschlossen und wir werden das Ganze jetzt mal über Gamepad spielen. Deswegen nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen verwirrt an. Also, dass es ein bisschen verwirrt aussieht. Soweit müsst ihr die Tastbelegung kennen. Ja, den Teil hier müssen wir ja schon gesehen haben und müssen jetzt hier vorher durch, wenn ich das richtig sehe. Ich brauche den Soundeinstellung ein bisschen rumbasteln. Ich hoffe, das bringt jetzt was, um besser zu verstehen als vorher. Wissenschaftliches Logbuch Chief Science Officer Dr. Keim. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Ja, ich glaube, das war keine so tolle Idee, die Leute an Bord zu holen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, okay. Da ist der Knopf, wo wir unseren Weg herfinden. Müssen wir gerade mal gucken. Ah, so konnte ich drehen, genau. Wie gesagt, das ist alles hier so ein bisschen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl manchmal, dass auf dem Gamepad du das Problem hast, dass zu viele Tasten belegt werden müssten. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Auf jeden Fall, dass zu viele Tasten quasi sind, die man belegen müsste. Und daher wird das Ganze ein bisschen überladen irgendwie. Zumindest wenn man es nicht direkt von Anfang an so gespielt hat. So, das nächste Forschungslabor. Ich würde sagen, diese Geräusche, die das Vieh da gerade gemacht hat, machen mir irgendwie Angst. Ja, voll die Leichenteile überall noch rum. Also mal schauen, vielleicht finden wir hier ein paar nützliche Infos. Boah. Also das heißt, diese Viecher gehen mittlerweile sogar aufeinander los. Ich glaube auf jeden Fall, wir haben es erledigt. Textlog. Medizinisches Logbuch. So, es ist eine traurige Pflicht, Kapitän offiziell auf dem Tod zu erklären. Naja, jede Menge Text und ja, ihr wisst ja, falls ihr euch das durchlesen wollt, drückt einfach eben kurz auf Pause, lest es euch durch und Rick des Captains. Ja, Credits gefunden. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Tja. Nicht nur du wirst es rausfinden. Ich habe das dumme Gefühl, wir werden das auch rausfinden. Oh, Energieknoten. Das ist super. Die Tür ist verschlossen. Was haben wir hier noch? Medipacks.
Alle Credits. Ja. Okay, den können wir nicht zertreten. Wo ist denn jetzt die Lücke da? Wo ist die Lücke im System, die wir suchen? So, Plasmaenergie. Durchgeladen haben wir und dann öffnen wir doch mal diese Tür, auch wenn ich das für keine so richtig gute Idee halte. Lass mal auf zu. Ja. Ich höre auf jeden Fall was tapsen. Man wohl ein paar Sachen entsorgen müssen. Ah, da vorne haben wir wieder so ein komisches Dingsbums-Rätsel. So, bevor wir uns aber darum kümmern. Der war glücklicherweise jetzt relativ gut vorher herzusehen. Ah, Inventar ist voll. Und dann laden wir jetzt einfach mal nach. Vielleicht können wir es dann aufheben. Also das hier ist der eigentliche Weg, den wir hätten gehen müssen. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt zurück. Und so, gehen wir nämlich zurück und gehen hier vorne mal in den Raum rein. Ich glaube, da waren wir allerdings auch schon. Genau. Okay, dann können wir nämlich einfach weiter watscheln. Fröhlich, frohlockend. Zu Sicherheits. Dingsbums. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleibe hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Also so langsam komme ich mir echt so vor, so nach dem Motto so, hier, Kollege, du arbeite mal und ich bleib hier und tipp ein bisschen in die Taschen rum. Ich meine, der sitzt da jetzt und zittert von mir aus ein bisschen. Aber irgendwie so die ganze große Arbeit, die, würde ich sagen, leisten wir. Das ist ein bisschen unfair. So. Aber Speicherstation, ihr kennt das mittlerweile, wir speichern. Während ich einen Schluck aus meinem Beruhigungsbier trinke. So, ab in den Shop. Und ein bisschen shoppen. So. Herunter Strahlmunition. Ja, jetzt noch Strahlkanone und Strahlmunition, okay. Inventar, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier so alles? Die kleinen Medipacks, würde ich sagen. Na, die kleinen. Plasma-Cutter, Impulsgewehr. Das eine werden wir mal behalten. So ein Stase-Pack. Ja, behalten wir auch mal. Achso, wir können die doch. Ah, okay.
So, Impulsgewehr, das Ding benutzen wir eh nicht, deswegen packen wir das ganze Zeug einfach mal weg. Strahlmunition, da haben wir eh keine Waffe dafür. Stasi-Pack, das behalten wir mal. Und hier fehlt irgendwie was. Bereits im Inventar, Strahlmunition, ja, das Ding können wir jetzt. Luftkanister, Energieknoten. Ich weiß nicht, ob wir den kaufen sollen. Ja, komm, wir haben nicht so viel Geld jetzt. Aber hier gab es doch auch irgendwo, meine ich, eine Werkbank. Die wäre jetzt praktisch gewesen. Können wir gerade ins Inventar gucken. Wir haben zwei Energieknoten. Okay. Naja, gut. Wir werden unterwegs schon eine finden. Und here it gets long. Klingt für mich stark nach. Das klingt für mich sehr, sehr stark wie da ist jemand in den Luftschächten. So. Und wir benutzen das ganze System und ich schätze mal, wir gehen auch gleich mal ins nächste Kapitel. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das Spiel eigentlich hat. Ja, natürlich. Also, wir speichern. Und Kapitel 3. Weiter geht's. Isaac, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Ja, ich würde sagen, weißt du Bescheid, wa? Machen wir das doch mal so. Ja, Plasma-Energie. Haben wir ja so wenig von. Ja, Credits. Ich glaube, das Impuls... Ding, das hätten wir jetzt echt voll schenken können, als wir das vorhin mal gekauft. Ja, gut, den Aufzug, den würde ich sagen, den benutzen wir mal noch nicht. Da werden wir so ein bisschen warten. Aber wir werden uns hier natürlich ein bisschen umsehen. Oliver. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Ihr habt es gerade schon wahrscheinlich an der Scheibe gesehen. Irgendein Viech ist jetzt auf den Fersen und tapst hier fröhlich rum. Wovon wir natürlich als pflichtbewusster noch Überlebender natürlich nicht so viel halten. Kapitel 3. Speichern. Ist die Frage, gehen wir mal in den Shop und gucken, ob es da was Neues gibt. So Kapitel 3 und Upgrade-mäßig. Nee. Sieht nicht so aus. Und hier geht's auf jeden Fall lang. Mir ist das hier auf jeden Fall nicht geheuer.
quasi eine zwielichtige Gegend, würde ich sagen. Du kannst dich mal schön selber verarschen, Kollege. Wie heißt es so schön? Nicht mit Commander. So, da müssen wir eigentlich lang. Und wenn wir da eigentlich lang müssen, was machen wir? Genau, wir gehen nämlich woanders lang. Wer hätte das gedacht?